Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Thema ist Europa und das kulturelle Gedächtnis. Europa ist Gegenstand zweier ganz verschiedener Formen von Erinnerung. Da ist auf der einen Seite das Projekt der europäischen Einigung, das aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen ist. Diese Erinnerung steht uns allen, die wir zur ersten, zweiten und dritten Generation gehören, mehr oder weniger lebendig vor Augen. Und ohne diese Erinnerung ist Sinn und Bedeutung des Projekts Europas nicht zu verstehen und voranzubringen. Darauf wird sich Aleidas Eingangsreferat beziehen. Europa ist aber auch Träger und Gegenstand eines kulturellen Gedächtnisses, das viel weiter in der Zeit zurückreicht. Und darauf möchte ich als Altertumswissenschaftler in aller gebotenen Kürze einen Blick werfen. Wenn es so etwas wie eine europäische Identität gibt oder geben soll, dann ist dieses Gedächtnis unverzichtbar. Das europäische kulturelle Gedächtnis ist einzigartig auf der Welt, denn es beruht auf zwei ganz verschiedenen Fundamenten. Athen mit Kunst, Philosophie, Demokratie auf der einen, Jerusalem mit Glauben, Offenbarung, Monotheismus auf der anderen Seite. Ich möchte innerhalb dieses Gedächtnisses in drei Schritten zurückgehen. Zum Europa der Gelehrten und Künstler nach Renaissance und Reformation, zum Europa der Klöster nach der Spätantike und schließlich zur phönizischen Prinzessin, dem Europa der Griechen. Der antike Mythos von Europa erzählt von der Tochter des phönizischen Königs Agenor, die von Zeus in Gestalt eines weißen Stiers nach Kreta entführt wurde. Der wahre Kern dieses Mythos ist das Bewusstsein, dass die europäische Kultur aus dem Orient stammt, also einen Migrationshintergrund hat. Aus Phönizien stammt vor allem das griechische Alphabet. Kadmos, der Bruder der Europa, soll es in Griechenland eingeführt haben. Im Namen Kadmos steckt die semitische Wurzel Kedem mit der Bedeutung von Osten und Altertum. Die Griechen blickten auf den Osten von Ägypten bis Anatolien als ihr Altertum, so wie wir auf Griechenland und Rom als unser Altertum blicken. Und jedes Mal geht es um 2.000 bis 3.000 Jahre zurück in der Zeit. 2.000 bis 3.000 Jahre trennen uns vom sogenannten klassischen Altertum, also von Homer bis Tacitus, und 2.000 bis 3.000 Jahre trennen diese wiederum von den ersten Pharaonen und sumerischen Königen. Auch Jerusalem blickt auf Mesopotamien und Ägypten zurück. Als seinen Ursprung aus Mesopotamien habe Gott den Abraham gerufen, in Kanaan sei er in drei Generationen zu einer Großfamilie gewachsen und in Ägypten sei die Familie in 400 Jahren zu einem Volk geworden, das Gott dann aus Ägypten befreite. Den Griechen galt der Orient als Ursprung, den Juden als Gegenwelt. Aber beide definieren sich von diesem ihnen vorausliegenden Altertum her. Diese abgestufte Zeittiefe ist die andere Besonderheit des europäischen kulturellen Gedächtnisses. Für die Griechen bedeutete Europa die griechische Welt von Ionien bis, sagen wir, Marseille. Im 5. vorchristlichen Jahrhundert, der Zeit der Perserkriege, schärfte sich dieser Begriff in Absetzung vom Orient. Europa galt als die Welt der Freiheit und des Geistes, gegen Persien die Welt der Despotie. Ich überspringe Rom, dem es nicht um Europa, sondern um die damalige Welt ging. Das nächste Europa entstand in der Spätantike. Die Christianisierung Europas war das erste, nicht unbedingt gewaltlose, europäische Projekt im Zeichen der Einheit und Einigung und ging von zwei Zentren aus, Byzanz und Rom. Byzanz erschloss den Osten über Kiew und Moskau, Rom den Westen über Irland.
Schon im 4. und 5. Jahrhundert begann von Irland aus die iro-schottische Mission, die bis zum 7. Jahrhundert auf dem Festland nicht weniger als 300 Klöster gründete und damit das Europa der Klöster schuf. Die Christianisierung bedeutete glücklicherweise nicht nur die Zerstörung, sondern auch zumindest teilweise Rettung des antiken Erbes. Die irischen Klöster fungierten als Skriptorien, also so Manuskriptfirmen, Manufakturen, und kopierten nicht nur Bibel und Kirchenväter, sondern auch große Teile der heidnisch-antiken Literatur. Ähnlich wirkten im Osten die byzantinischen Mönche und sogar noch weiter östlich die islamischen Gelehrten, die sich um die griechische Wissenschaft, vor allem Medizin, Astronomie und Philosophie kümmerten. Aber die Christianisierung Europas wirkte nicht nur einigend, sondern auch spaltend. So wie sie Europa vom 4. bis 11. Jahrhundert geeinigt hat, so hat das sogenannte große morgenländische Schisma von 1054 Europa in den orthodoxen Osten und den römisch-katholischen Westen gespalten. Unter dem Druck der osmanischen Bedrohung wurde 1439 in Florenz und Ferrara ein Konzil abgehalten, um die christliche Kirche wieder zu vereinigen und ganz Europa gegen die Türken aufzubieten. Eine griechisch-orthodoxe Delegation unter Leitung des Patriarchen von Konstantinopel war dazu angereist. Der betagte Patriarch war bei diesem Konzil am 14. Juni 1439 in Ferrara gestorben und sein Grabstein trägt eine Inschrift, in der er sich explizit als Europäer bekennt. Bischof der Kirche war ich und ein Weiser Europas. Hier liege ich, Josef, groß an Glauben. Das eine wünschte ich, von wunderbarer Liebe entflammt, eine Gottesverehrung und ein Glaube für Europa. Im Angesicht der osmanischen Bedrohung kommt es zu diesem ersten neuzeitlichen Moment bewussten Europäertums. Leider wurde nichts aus dieser Wiedervereinigung. Zu groß waren auf längere Sicht die trennenden Punkte. Konstantinopel fiel, die Türken besetzten den Balkan und standen 80 Jahre später vor Wien. Die Kirchenspaltung blieb und wirkt bis heute nach. Die griechische Delegation brachte aber auch die altgriechische Literatur ins Abendland zurück und mit Renaissance und Reformation entstand ein drittes, ungespaltenes Europa, das Europa der Gelehrten und Künstler. Die Idee einer Res Publica Literaria, wie sie um 1500 mit dem Buchdruck aufkam und Humanisten praktisch aller europäischen Länder miteinander ins Gespräch brachte. Erst in der Lingua Franca des Lateinischen, die alle beherrschten, und dann zunehmend mit Übersetzungen in die jeweiligen Landessprachen. Man schrieb sich Briefe, besuchte sich, kannte sich quer durch ganz Europa. Und das galt ebenso für die Künstler, vor allem die Musiker. Die Erfindung der Notenschrift brachte die Musik auf die Höhe der großen Künste. Und jetzt entstand Europa als ein Resonanzraum für Musik, Dichtung, Gelehrsamkeit, Kunst und Wissenschaft über alle nationalen und sprachlichen Grenzen hinweg. Gleichzeitig aber kam es zu einem gewaltsamen Ausgriff Europas auf den Rest der Welt. Europa ist der Erdteil mit weitaus dem größten Anteil von Küsten im Verhältnis zur Gesamtfläche. Seit Marco Polo, Vasco da Gama und Cristoforo Kolumbus benutzt Europa seine Küsten, Häfen, Flotten, um den Rest der Welt zu erforschen und zu kolonialisieren. Der Kolonialismus liegt schwer auf dem Schuldkonto Europas. Und doch hört der Westen nicht auf, im Zeichen eines ungezügelten Neoliberalismus auf Kosten des Rests der Welt zu leben. Das Europa der Kriege und der kolonialistischen Expansion haben wir überwunden. Am geistigen Europa, dem Europa der Künstler und Gelehrten aber, gilt es festzuhalten. Was uns droht, verloren zu gehen, ist ein europäisches Bewusstsein.
Wir brauchen keine Vereinigten Staaten von Europa nach amerikanischem Vorbild. Die Nationalstaaten können ruhig bleiben, was sie sind. Sie haben sich bewährt als optimale Betriebsgröße für Demokratien, in denen regelmäßig Wahlen durchgeführt werden müssen. Und als Hüter und Pfleger der kulturellen Vielfalt, die das Besondere der europäischen Staatengemeinschaft ausmacht. Was wir brauchen, ist eine Idee, ein Ziel von starker Bindekraft, ein europäisches Wir, ein Bewusstsein von Zusammengehörigkeit, Vertrauen, Solidarität, bedingungsloser gegenseitiger Unterstützung und Hilfeleistung, die sich auf Erinnerung gründet an das, was wir durchgemacht und was wir erreicht haben und nicht wieder aufgeben dürfen. Die Devise ist Bindung durch Bildung. Wir brauchen die Vergangenheit, um der Zukunft gewachsen zu sein. Diesmal nicht verschränkt wie im letzten Jahr, sondern nacheinander begrüße ich Sie herzlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem wunderbaren Raum in Brüssel und schränke nun den Zeithorizont radikal auf meinen eigenen biografischen Horizont ein. Denn man wird älter, kommt in die Jahre und ehe man sich's versieht, wird man zum Zeitzeugen. Ich habe inzwischen in drei Europas gelebt, die sich stark voneinander unterscheiden. Das erste Europa, in das ich hineingewachsen bin, ist, wie ich selbst, nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Es dauerte von 1945 bis 1989. In diesem Europa war viel vom christlichen Abendland die Rede. Das sagte mir damals wenig. Viel später wurde mir klar, dass diese Formel in Deutschland vor allem die Aufgabe hatte, über Krieg, Katastrophe, Kapitulation und die Stunde Null hinweg historische Kontinuität zu beschwören und auf diese Weise auch die NS-Zeit zu überdecken. Auch zu den eigentlichen Architekten dieses Europas, den Veteranen des Ersten Weltkriegs, die ich heute als Helden anerkenne, hatte ich damals keinen Bezug. Robert Schumann hielt ich für einen Komponisten und den Namen René Cassin, der 1948 die Erklärung der Menschenrechte vorbereitet hat und 1970 den Friedensnobelpreis erhielt, habe ich erst kürzlich durch die Biografie meines Freundes und Kollegen Jay Winter näher kennengelernt. Die Musik spielte für mich woanders. Alles Wichtige passierte in den USA oder in England. Die Bürgerrechts- und jugendlichen Protestbewegungen, Filme, Popmusik und die Beatles. Und hier muss ich hinzufügen, dass es ein ungeheures generationelles Privileg ist, zeitgleich mit den Beatles aufgewachsen zu sein. Europa war ein Teil des Westens und Amerika verdanke ich meine geistige und kulturelle Initiation. Der Osten dagegen war zugesperrt, denn es herrschte Kalter Krieg. Dieses erste Europa der Polarisierung wurde mithilfe der gegensätzlichen Ideologien des Kapitalismus und des Kommunismus stabilisiert. Es gab aber auch Parallelen über beide Lager hinweg. Auf beiden Seiten erhoffte man sich alles von der Zukunft und vertrat einen technischen Fortschrittsoptimismus, der auf Raumfahrt setzte und zur Mondlandung führte. Die Vergangenheit war hüben und drüben vergessen, sie lag auf der anderen Seite des Mondes. Die zweite Phase schloss sich dann 1989 bis 2015 an. Ich nenne es das Europa der Pluralisierung. Mit dem Fall der Mauer und der Erosion des Staatssozialismus erschöpfte sich die Integrationskraft der Polarisierung. Die EU wurde für mich in dem Maße interessanter, wie der Osten Europas näher rückte. Heute spricht man im Westen schuldbewusst von Osterweiterung. Für mich war das Ende des Kalten Krieges und was darauf folgte, eine beispiellose Horizonterweiterung.
Zwischen den Polen tat sich ein neuer Raum auf. Ich konnte plötzlich gefürchtete Grenzen überschreiten, Menschen begegnen und auf diese Weise sehr viel dazulernen. Hier ein Beispiel. Von einem tschechischen Gastprofessor, den ich 1994 an die Uni Konstanz eingeladen habe, erfuhr ich, dass der Nationalfeiertag der Tschechen der 6. Juli ist. Das wusste niemand in Konstanz, obwohl das Ereignis, das zu diesem Jahrestag geführt hat, in Konstanz stattgefunden hatte. Am 6. Juli 1415 ist Johann Hus trotz der Zusicherung freien Geleits auf dem Konstanzer Konzil als Märtyrer verbrannt worden. Nach 4 Jahrzehnten Vergangenheitsvergessenheit kehrte in Europa auch die Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Denn der Horizont erweiterte sich nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Osteuropäische Archive waren plötzlich zugänglich und eine neue historische Forschung kam in Gang. Die Überlebenden des Holocaust fanden endlich Gehör. Ein weiterer Gastprofessor in Konstanz, unser israelischer Freund Gabi Motzkin, erklärte mir Anfang der 1990er Jahre, der Holocaust ist der Gründungsmythos Europas. So einen Satz hatte ich noch nie gehört. Aber im Januar 2000 entstand dann von Schweden ausgehend und von USA und Israel gestützt eine neue transnationale Holocaust-Erinnerungsgemeinschaft, bei der dem vereinten Deutschland damals eine besondere Rolle zufiel. Es folgten neue Denkmäler, Museen und der Umbau von Gedenkstätten. Dieser europäische Fokus auf die Judenvernichtung war ein ganz wichtiger Durchbruch, aber im Rückblick wird auch deutlich, dass diese Geschichtspolitik im pluralen Europa nicht plural genug war. Die Verbrechen Stalins, die als Trauma das Familiengedächtnis osteuropäischer Nachbarn belasteten und in ihren nationalen Museen Ausdruck fanden, hatten im Westen wenig Resonanz. Diese Erinnerung wurde von Russland nicht geteilt und blieb auch im europäischen Gedächtnis marginal. In Deutschland führte die Konzentration auf das Menschheitsverbrechen des Holocaust auch zu einer weitgehenden Ausblendung monströser Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs, die wir erst jetzt in diesem Jahr wieder öffentlich in Erinnerung bringen. Heiko Maas und Frank-Walter Steinmeier reisten kürzlich nach Warschau, um nach 80 Jahren am polnischen Gedenken an den deutschen Überfall auf Polen und nach 75 Jahren am polnischen Gedenken des Warschauer Aufstands teilzunehmen. In Deutschland weiß man inzwischen, weiß fast jeder, dass Auschwitz von der Roten Armee am 27. Januar 1945 befreit wurde. Was jedoch kaum jemand weiß, ist, dass auf den Tag genau ein Jahr zuvor das monströse Verbrechen der Leningrader Hungerblockade der deutschen Wehrmacht von der Roten Armee beendet wurde, bei der über 1 Million Zivilisten in der Stadt den Tod fanden. Ein weiteres Ereignis, an das wir Deutschen uns nach 75 Jahren endlich erinnern sollten. Und wir kommen gerade aus St. Petersburg, wo wir uns mit russischen Freunden und Kollegen darüber unterhalten haben. Diese Erweiterungen des deutschen historischen Gedächtnisses bedeuten keine Relativierung der Verbrechen und auch keine Überforderung der Gesellschaft, sondern könnten diplomatische Beziehungen verbessern und die Nachbarschaft zwischen den Nationen in Europa weiter entspannen. Zwischen dem Westen und dem Osten ist Europa 1989 also noch einmal neu entstanden als ein plurales Gebilde mit unterschiedlichen politischen Perspektiven, historischen Erfahrungen und Traumata. Es wurde in dem Maße vielstimmig, wie es sich aus dem Klammergriff des Westens wie des Ostens löste. So entstand ein politisch unabhängiges Europa, das sich zwischen den Weltmächten behauptete und neue Akzente setzte. Es setzte dabei seinen westlichen Kurs der Friedenssicherung, der Demokratisierung und des wirtschaftlichen Wohlstandes fort, ergänzte ihn aber um Rückbezüge auf vergessene und verdrängte Geschichte sowie um die Menschenrechte und ein wachsendes Bewusstsein der gefährdeten Umwelt.
Das dritte Europa begann 2015 und dauert an. Es wurde durch die globale Migrationskrise ausgelöst, die viel längere Ursachen hat, aber erst mit den Flüchtlingsströmen schlagartig ins allgemeine Bewusstsein drang und einen tiefen Einschnitt erzeugte. In dieser Phase des Antagonismus nimmt die bindende und integrierende Kraft der EU rapide ab. Das plurale Europa existiert weiter. Es wird aber auf eine harte Probe gestellt durch nationalistischen Gegenwind und aggressiv fremdenfeindliche Töne. Ideologische Gräben tun sich auf und Spaltungen werden manifest, nun nicht mehr zwischen den politischen Systemen, sondern innerhalb der Gesellschaften und Nationen. Das Feindbild des ersten polaren Europa war der Osten bzw. der Westen. Das Feindbild des zweiten pluralen Europa waren Hitler und Stalin. Das neue Feindbild des dritten polemisch gespaltenen Europa ist der Flüchtling und der Fremde, der die Homogenität der Gesellschaft stört und die Einheit der Nation gefährdet. Ich möchte hier drei Themen anschließen, über die ich mir eine allgemeine Debatte wünsche. Erstens, das Ende des Sozialstaats. Ich halte den europäischen Sozialstaat für eine großartige Errungenschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde. Seit den 1970er Jahren sind uns diese Prinzipien, nämlich sozialer Ausgleich, Generationengerechtigkeit und Klimaschutz, immer mehr abhanden gekommen. An diese spezifisch europäische Tradition gilt es wieder anzuschließen, aber nicht unter den Voraussetzungen einer national homogenen Gesellschaft, sondern unter den Voraussetzungen einer erweiterten Solidarität in einer pluralen Gesellschaft. Mein zweites Thema schließt hier an. Es betrifft, ich nenne es, die Entbürgerlichung der Gesellschaft. Wir sind im Begriff, die Mitte zu verlieren. Die Mitte, das ist die Gesellschaftslage, die von unten durch Bildungschancen und ökonomischen Aufstieg erreichbar bleiben muss, wenn eine demokratische Gesellschaft florieren soll. Viele Protestbewegungen der Arabellion sind daran gescheitert, dass ihre Länder keine bürgerliche Mitte haben, die Standards und Normen der Gleichberechtigung ausbildet, die soziales Vertrauen stärkt und damit der Korruption von Einheitsparteien, Clans und Klientelismus etwas entgegensetzen kann. Der Bürger war ein stabiles Feindbild im 20. Jahrhundert, nicht nur bei Marx, Lenin und Stalin, sondern auch in der DDR und in der 68er Protestbewegung in Westdeutschland. Der Bürger ist eine schwammige Größe, die als Bourgeois verteufelt und als Citoyen verehrt wird. Bürgerlicher Anstand zum Beispiel kann sehr repressiv sein, wenn er sich gegen alternative Lebensformen und Sexualorientierungen richtet. Heute aber brauchen wir ihn in einer Gesellschaft, in der verbale Gewalt und nicht nur im Internet an der Tagesordnung ist und Hass den politischen Diskurs steuert. Entscheidend ist dabei vor allem, dass Bürger ein Status ist, der allen Einwohnern zusteht und dass es die Aufgabe von Bürgern ist, in der Demokratie eine mündige Gesellschaft zu verkörpern und die Mitte zwischen den Extremen zu halten. Bürger sein und Bürger sinn würde dann bedeuten, Rechte und Pflichten gesellschaftlicher Partizipation wahrzunehmen, mit einem Blick für das Wohl der Gesellschaft, ihrer Demokratie und des ganzen Landes. Antibürgerlich dagegen sind Hetzreden, die eine Spaltung der Gesellschaft betreiben, die die Prinzipien der Demokratie aushöhlen und Mehrheiten um jeden Preis durch verantwortungslos einfache Lösungen und halbierte Wahrheiten erobern. Mein drittes Thema, das Ende des europäischen Imperialismus. Vor 1945 war die Geschichte Europas weitgehend die des Aufstiegs zu einer Weltmacht. Heute müssen sich die EU-Staaten in ein überschaubares, aber komplexes und sich wandelndes politisches Beziehungsgefüge eingliedern und gemeinsam ihren Platz in der globalisierten Welt finden.
Die Umstände haben sich radikal geändert und das hat auch Folgen für das Selbstbild der europäischen Nationen. Auf diese kommt die Aufgabe zu, an der Änderung ihres politischen Selbstverständnisses und ihrer nationalen Identitäten diskursiv zu arbeiten. In der EU gibt es Staaten, die aus Kolonialreichen hervorgegangen sind, wie viele Ostblockstaaten zum Beispiel, aber auch solche, die ihre Kolonialreiche verloren haben, wie Frankreich, England, Spanien oder Portugal. In der EU haben nur domestizierte Nationalstaaten Platz, die sowohl ihre imperiale als auch ihre totalitäre Geschichte überwunden haben. Deutschland hatte nach zwei Diktaturen und einem Kolonialreich mehrere Wandlungen nötig. Die Überwindung dieser Phasen erweist sich als schwieriger denn gedacht, weil es materielle Hinterlassenschaften gibt und sich Strukturen der Diktatur und der kolonialen Nostalgie in Habitualisierungen festsetzen und emotional auch immer wiederbelebt werden können. Die Beendigung des europäischen Imperialismus ist deshalb noch nicht mit Verträgen und Akten der Dekolonisierung vollzogen, sondern erst erreicht, wenn auch Zeichen einer Identitätswende sichtbar werden. Dazu gehört auch eine bewusste Aufarbeitung des negativen Erbes des Kolonialismus, nicht nur in Form einer Restitution geraubten Kulturgutes, sondern auch durch öffentliche Anerkennung von Verbrechen, an die sich die Opfer genau erinnern, von denen bisher aber, wenn überhaupt, nur einige Fachhistoriker etwas wissen, sowie die Umwandlung dieses negativen Erbes in nachhaltige kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen mit den Nachfolgestaaten in den ehemaligen Kolonien. Die EU ist ein Verbund von Mitgliedstaaten, zwischen denen die Bindungskraft abnimmt. Das ist aber keine einlinige Entwicklung, denn der wachsende Außendruck führt auch dazu, dass die Parteien wieder enger miteinander kooperieren und die Staaten zusammenrücken. Die EU hat seit 1945 Katastrophen und Chancen, Krisen und Herausforderungen erlebt und dabei aus ihrer Geschichte gelernt. Die Geschichte lehrt und lehrt, hat Ingeborg Bachmann einmal gesagt, aber sie findet keine Schüler. Doch, würde ich sagen, die EU ist eine Lerngemeinschaft geworden. Eine Lerngemeinschaft muss ständig dazulernen, darf aber auch das Pensum des Gelernten nicht vergessen. Damit dieses Pensum in das Selbstbild der EU eingeht und zu einer Zukunftsorientierung wird, muss es erkannt und anerkannt werden. Ich habe diese vier Lehren als europäischen Traum zusammengefasst und meine damit das Friedensprojekt, die Demokratisierung, eine dialogische Erinnerungskultur und die Menschenrechte. Dieser Traum ist ein Projekt, das unter veränderten Bedingungen allerdings immer wieder durch und umgesetzt werden muss. Er macht für mich die DNA der EU aus und er könnte auch den Kern einer europäischen Eidgenossenschaft bilden. Ich habe einen Traum. Das waren die unvergesslichen Worte von Martin Luther King im Jahr 1963. Er wünschte sich die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in den USA, ein Traum, der noch nicht wirklich in Erfüllung gegangen ist. Anders der Traum, den zwei Franzosen, Robert Schuman und Jean Monnet, nach zwei zerstörerischen Weltkriegen hatten. Ihre Vision eines neuen Europas ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Nach 1945 hätte sich niemand das Europa vorstellen können, in das wir hineingeboren wurden oder eingereist sind und in dem wir leben dürfen. Entmilitarisierung, offene Grenzen, neue nachbarschaftliche Beziehungen, Kooperationen statt feindlicher Konfrontation. Es gibt aber noch einen weiteren Traum, an den ich hier erinnern möchte. Er geht zurück auf die Jahre 1942-43, als sich Mitglieder der Weißen Rose, unter ihnen Hans und Sophie Scholl, an der Universität München zu einer Widerstandsgruppe zusammenschlossen. Sie verteilten Flugblätter, auf denen sie mit klaren Worten gegen den verbrecherischen deutschen Expansionskrieg, gegen die Unterwerfung der Länder Europas und die systematische Ermordung der europäischen Juden protestierten.
In Ihrem fünften und letzten Flugblatt, nur wenige Wochen vor Ihrer Hinrichtung, beschreiben Sie Ihre Version des europäischen Traums, und ich lese sie Ihnen jetzt vor. Das kommende Deutschland kann nur föderalistisch sein. Nur eine gesunde föderalistische Staatenordnung vermag heute noch das geschwächte Europa mit neuem Leben zu füllen. Die Arbeiterschaft muss durch einen vernünftigen Sozialismus aus ihrem Zustand niedrigster Sklaverei befreit werden. Das Truggebilde der autarken Wirtschaft muss in Europa verschwinden. Jedes Volk, jeder Einzelne hat ein Recht auf die Güter der Welt. Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten. Das sind die Grundlagen des neuen Europa. Dieser Ruf kommt aus der Vergangenheit in der Hoffnung, Menschen zu finden, die ihn in einer neuen Gegenwart aufnehmen und umsetzen. Er ist keine vergangene Zukunft, sondern hat weiterhin die Kraft und Gültigkeit einer Vision, an der wir unsere Wirklichkeit messen müssen. Der Aufruf der Weißen Rose ging im Januar 1943 an alle Deutsche. Heute geht er an alle Europäer. Um es mit Walter Benjamin zu sagen, wir sind Teil einer geheimen Verabredung. Denn wir sind von den damaligen Studenten und ihren Lehrern, die diese Zeilen geschrieben haben, erwartet worden. Und wir tragen auch weiterhin eine Verantwortung für die Erhaltung und Erneuerung ihres europäischen Traumes.